nach dem Grand Slam-Sieg letzte Woche seid ihr jetzt im EM-Finale 2:0 im Halbfinale gewonnen. Erzählt mal, ihr seid auf einer Erfolgswelle. Läuft es jetzt? Ja, kann man so sagen. Also der Knoten ist geplatzt und wir sind hier zwar müde gelandet nach dem grandiosen Sieg in Yokohama, aber wir haben da uns echt das bewusst gemacht. Das wird hier anstrengend für uns oder für viele europäische Teams, die letzte Woche in Japan waren. Aber das haben wir echt gut gemeistert. Wir haben zusammen als Team sehr gut gespielt und zusammengehalten und uns gegenseitig geholfen. Und ja, das hat man gesehen auf dem Feld und jetzt sind wir im Finale. Kira, im zweiten Satz wurde es nochmal eng. Was war da der Schlüssel, dass ihr es dann noch gedreht habt? Ja, ich denke, wir sind weiter bei uns geblieben. Also wir wussten, dass sie gut ausschlagen werden, was sie auch definitiv gezeigt haben, womit sie uns echt unter Druck gesetzt haben. Aber wir wissen auch, dass wir, wenn wir in unserem Spiel bleiben, unser Ding machen, dann sind wir echt stark im gerade Aufschlag, Block, Feldabwehr und können uns da viele Breaks zurückholen. Und ja, das haben wir im zweiten Satz gemacht, waren in der Quantenstein, als es wichtig wurde, da und konnten es somit nach Hause holen. Okay, dann herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg im Finale. Dankeschön.